die Manege der Ängstlichkeit. Was hat die schlechtgesinnte Stimme mir nur angetan? Die Stimme, die alle um den Finger wickelt, während das Herz am Würgen ist. Sie durchquert die Menschenmasse wie eine Furie, ein Sturm, der alles zermetzelt, zerkleinert. Sie offenbart ihr Gesicht nicht, zeigt nicht, was sich in ihrem kranken Kopf so bewegt. Sie verarscht die Welt so arg und ärgert sich stets, dass niemand sie versteht. Sie schändet die Seelen der anderen und die lassen es mit sich machen. Der ewige Drahtseilakt der Feigen und Selbstunbewussten. Sie frisst sich voll, packt sie alle am Hals und lacht. Das elende Scheusal. Man lässt sie ihren Walzer tanzen, ganz in Ruhe. Sie scheint doch alles im Griff zu haben. Ja, die trockenen Hälse der Gefolterten, die ihre Kehle nicht zum Sprechen gebrauchen. Die lassen sich selbst links liegen. Die Selbstliebe hat sie schon längst in ihnen vernichtet. Und hoch wird sie gelobt, die unmenschliche Verzehrerin. Ach, gegen wen trete ich hier nur an? Ich halte den Kopf hin. Mich hat sie noch nicht zerhackt. An Versuchen hat es nicht gemangelt. Oft hatte sie mich schon beim Schopfe und dann erinnerte ich mich an meinen eigenen Wert und jagte sie weg. Das verlogene Stück. Immer kehrt sie zurück, hat immer Hunger, immer Durst, ist stets vom Ehrgeiz besessen. Eine Seele scheint sie nicht zu besitzen. Man fördert sie und ich begreife nicht, warum. Geliebt wird sie nicht, weil sie Menschen zu zerstampfen weiß und Freude an der Misere anderer hat. Von ihrer Sorte gibt es viele. Alle tragen sie rot und drohen mit flackernden Totenkopfflaggen. Sie wittern das Blut und die ewige Angst, die alle unterdrückt und vom Kampf abhält. Davon lebt sie, diesem letzten Atemzug der scheinbaren Ohnmacht.